Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zu diesem Video. Und zwar, ich habe hier zwei wunderschöne Bilder hier auf der linken Seite von FG Normal. Und die darf ich euch heute vorstellen. Ich freue mich sehr, ich habe eins in rund und eins in eckig genommen, denn ich habe schon sehr lange nicht mehr mit FG Normal zusammengearbeitet und habe... Bin jetzt gespannt, sage ich mal so, ob sich die Qualität in der Zeit so ein bisschen verändert hat, verbessert hat und bin sehr, sehr gespannt, wie die Bilder sind. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem runden Bild. Und zwar habe ich saisonale Bilder ausgesucht. Das ist 40 x 40 cm, einmal eingepackt hier in der Hülle. Die Bilder kamen... mit DHL und haben, also von der Bestellung bis jetzt zur Auslieferung, haben die Bilder ungefähr 20 Tage gebraucht. Und zwar haben wir jetzt hier ein Bild mit runden Steinchen. Ja, es ist eine Halloween-Tasse und ich fand die so schön, die hat mir so richtig gut gefallen. Wir machen mal die Folie ein bisschen zur Seite. Wir haben hier auf jeden Fall eine dünne Krinkelfolie drauf. Die mag ich ja nicht so gern. Die werde ich definitiv austauschen. Aber da gibt es ja heutzutage ja wirklich ganz tollen Ersatz. Sei es mit Release Paper oder sei es mit der Folie von Pichu Moon Art oder Teeny Schnickschnack. Die Release Paper Coverfolie, also oder Silikonpapier nennen sie es, glaube ich. So, ich glaube, jetzt können das ganz gut sehen. Und zwar seht ihr es schon, wir haben hier quasi den Halloween-Kürbis in der Tasse sozusagen und wahrscheinlich ist da auch so ein Pumpkin Spice drin. Hier sitzt noch ein kleiner Lebkuchenmann und hier der Hänger wahrscheinlich zu dem Lebkuchenmann. Hier unten der Kürbis. Richtig, richtig cool. Ein paar Fledermäuse, die da raus fliegen. Ich zeige es euch mal vom Nahen, damit ihr das Bild mal genau sehen könnt. Es ist echt super, super schön. Na, genau. Ich denke, so könnt ihr es doch ganz gut sehen, ne? Ja, ich fand das einfach mega cool. Allein schon von der Farbgestaltung. Super, super schön. Ja. Das hat mir richtig gefallen. Und ich habe gedacht, das passt doch mit runden Steinchen bestimmt gut. Wir haben hier auch AB-Steine. Wir haben hier auf der linken Seite eine Legende. Relativ klein, muss ich sagen. Also die ist wirklich mini. Wir haben 30 Farben. Das finde ich schön. Das ist eine schöne Anzahl. Wir haben hier Buchstaben und Symbole gemischt. Erinnert ein bisschen an die Huracan, aber Huracan hat noch wie viel Steinchen wir brauchen. Ne? Also hat noch die Anzahl der Steine. Und hier rechts oben auch. Also die Legende ist eindeutig zu klein, die muss größer sein. Also das finde ich schon sehr, sehr winzig. Ja, also das ist eher nicht so gut. Wir schauen uns mal den Druck an. Ja, also das ist schon sehr schwach hier. Seht ihr das? Den Wendepfeil. Man erkennt es schon, aber schon sehr, sehr blass, weil es halt helle Farbe und helles Symbol. Ihr kennt's. Ja, aber in so einem großen Ganzen kann man es gut erkennen. Ich bin gespannt, wie diese Kreise hier covern. Ob der Stein den ab deckt den Kreis oder ob wir da Probleme haben beim Painten, weil das ist blöd, wenn man das sieht. Ich meine, man kann da schon nachhelfen mit Mika-Pulver, aber besser wäre es ja, wenn man nicht nachhelfen müsste.
Also da muss ich auf jeden Fall FG Normal auch nochmal schreiben und was mich auch wundert, dass ich so eine Leinwand hier habe. Denn auf dem Bild, bei dem Produktbild ist eine Leinwand mit, wie sagt man, mit Wellenrand, mit Wellenrand und Flauschi-Leinwand, ne? So wie man es zum Beispiel von Q-Deals kennen, ist da bei den Produktbildern mit dabei. Also das täuscht, weil ich glaube, dass es auch sehr schlecht ist, wenn man sich freut auf solche Leinwände mit Kuschelleinwände mit Wellenrand und dann bekommt man so ein Bild. Dann ist man sicherlich enttäuscht. Da werde ich auf jeden Fall FG Normal nochmal schreiben. An sich finde ich super. 30 Farben ist toll. Und dann kommen wir einmal dazu. Wir haben hier ein einfaches Toolkit mit einem Viereraufsetzer, ein schmal. Finde ich super. Und hier auch der Mehrfachaufsetzer ist auch schmal. Bestimmt ein Zehner sehe ich jetzt nicht. Einfache Pinzette, rotes Blättchen, braucht man nicht viel erzählen. Ne? Und wir haben Druckverschlussbeutel. Das finde ich auch sehr gut. Das finde ich super. Haben wir hier einen Sticker? Ja, hier haben wir einen Sticker drauf, aber ich nehme gern hier meine Sticker, die gibt es bei mir im Shop. Da könnt ihr den Namen drauf schreiben, den Händler, wann es gekommen ist und welches Bild es ist, wenn ihr eure Bilder durchzählt. Ne? Und dann kann man das schön draufkleben. Ihr könnt eins hier auf die Leinwand kleben, eins hier auf die Steinchen und dann habt das gleich im Blick. Ne? Aber jetzt machen wir erstmal hier die Steinchen. Ich habe ja mit AB-Steine hier haben wir die eine Farbe. Zwei. Oh, ein riesen Beutel. 3865. Sieht aber schön aus. Ist kein. Manchmal hat man ja so ein bisschen dreckiges Weiß. Hier haben wir noch die dritte Farbe. Ist ein schönes Cremeweiß. Hier haben wir noch eine vierte Farbe. Ihr könnt ja auch einfach mal alles auskippen, oder? Dann ist es besser zu finden. Ja, ich glaube, wir haben vier Farben. So, wir haben einmal die 655. Das ist so ein Braunviolett oder wie man es Bordeauxrot. Dann haben wir hier die 285. Nee, die 208. Ach, was habe ich erzählt? 154. 655 Steinchen sind hier drin. Hier sind, das ist die 208. 333, die ist schön, ne? Das ist echt schön. Und hier die 209. Also die Farben gefallen mir sehr gut. Und ich bin schon sehr gespannt, wie die hier eingesetzt worden sind. Natürlich haben wir auch viel Gelb und Orange, ne? Und Rot-Töne für die Pumpkins und für die Leute. Schade, dass kein Gelbton dabei ist. Aber das kann man ja vielleicht selber noch einsetzen. Weil ich könnte mir das gut vorstellen, dass es super aussieht, wenn es hier in den Augen und hier so ein bisschen drin verteilt ist. Was haben wir denn vor allem hier dieses Dreiecksymbol? Was ist das dann für eine Nummer? Wo ist es hier? 3821. Muss ich mal gucken, ob ich das habe. Ansonsten kann man vielleicht auch eine ähnliche Farbe nehmen. Das könnte ich mir vorstellen, dann das noch einzusetzen. Ja. 939. Haben wir wohl viel in der Tasse. Mit Lila und Blau. Lila-Blau über die Tasse. Das finde ich passt gut. Ne, das spiegelt auch das Bild wieder. Hier haben wir Grün, Türkis, Braun, Lila. Ne? Also wir sehen, wir haben halt natürlich hauptsächlich ganz viel Weiß. Für den Hintergrund ist klar. Und dann haben wir schöne Orangetöne und Rottöne für den Kürbis und den Zaubertrank, wo da drin schwimmt oder was das ist. Und dann haben wir natürlich unsere schönen AB-Farben. Ich schaue jetzt einmal, wo die drin sind.
So, und zwar, wir haben die zwei Töne, die 208 und die 209. Die sind vorwiegend hier in den rosanen und Dingsbereichen, ne? Die zwei Töne hier. Und dann haben wir einmal die 154. Da haben wir hier alles, was so ein bisschen dunkelrot ist. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, hier so ein bisschen drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut aussieht, weil das hat ja doch schon sehr blau blaulastigen Dings. Ich meine, hier haben wir Schatten, ne? Man muss gucken, wie das aussieht, wenn es gepainted ist. Ja, aber an sich muss man mal schauen, ja. Und dann haben wir die 333. Das haben wir so ein bisschen hier in den Fledermäusen und so ein bisschen hier reingesprenkelt. Ja, das ist das erste Bild an sich. Ich finde das Motiv richtig, richtig cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es gelegt ist und vor allem halt auch, ob die Kreise rauskommen. Ich würde sagen, ich räume das einmal weg und dann schauen wir uns mal das eckige Bild an. So, und hier haben wir ein eckiges Bild. Was wir vergessen haben, das wäre vielleicht noch interessant, das auszumessen. Das interessiert mich, aber es könnte vielleicht schon, nee, es kommt mir nicht ganz quadratisch vor. Ich könnte mir vorstellen, schauen wir mal, wir messen es mal aus. Also wir haben hier 39, ja, also so gut wie 40, 39,8 mal. Das kommt mir ein bisschen länger vor. Nee, ist genau 40. Also, ja, 2 mm länger. vielleicht ist es gerade so eine Reihe länger. Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall finde ich nicht schlecht. Das könnte man sich auch dann auf eine Reihe hier abschneiden, ne? Irgendwo. Gerade im Hintergrund macht es ja nichts hier. Also das passt. Das finde ich schon mal sehr gut. Wenn es so groß ist, wie es angegeben ist. Ne? Und hier haben wir ein weihnachtliches Bild. Und das hat mir auch so gut gefallen, weil es so ein cozy Bild ist. Das ist auch 40 mal 40 cm. Packen wir es mal aus. Ja, das ist doch schön, oder? Oh, ist das schön. Kommt auch echt gut raus, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dafür, dass wir ein eckiges Bild haben, auch hier lege ich mal ganz kurz die Folie glatt. So, einmal Folie glatt gelegt. Da habe ich einfach jetzt mal kurz das für mich gemacht, damit es euch nicht so in den Ohren knistert. Und dann schauen wir uns mal hier das Originalbild an. Ist das nicht schön? Das ist so richtig cozy, ne? Das Mädchen mit der heißen Schokolade in der Hand, der roten und die roten Farben finde ich halt auch so schön, ne? Und die Zuckerstangen und Christbaumkugeln im Hintergrund gefällt mir mega gut. Von den Girls gibt es noch mehrere. Also das war jetzt halt die Weihnachtsvariante, die gibt es in allen möglichen Varianten. Genauso wie der Zaubertrank. Den gibt es auch in allen möglichen Varianten, auch in Grün und weiß der Geier. Ja? Also ich verlinke euch, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne reinschauen und euch die Sachen anschauen. Wir haben hier 35 Farben und aber auch wieder sehr, sehr kleine Legende. Also wenn ich das machen würde, würde ich mir das einscannen und ein bisschen vergrößern einfach, weil ich gerne halt das dann durch einen Stickermaker ziehe und auf meine Fläschchen oder Dings klebe. Ich meine, wir haben hier keine schwierigen Symbole, ne? Wir sehen hier Punkt. Note könnte man auch aufmalen, ne? Wir haben hier keine großen Hieroglyphen oder so. Wir haben hier hauptsächlich Buchstaben und Zahlen und dann halt ein paar, ne? Auch diese zwei Strich. Irgendwie hat mein Handy gerade unterbrochen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das jetzt gerade gehabt hat. Ja, auf jeden Fall haben wir hier Symbole, die man sicherlich auch gut aufmalen kann. Also ich glaube, das ist das kleinste Problem. Kann man ein bisschen größer machen, aber geht, kann man noch benutzen, ne? Wichtiger ist dann, dass der Druck schön zu lesen ist. Schauen wir mal durch.
Ja, auch hier die 5, die kommt ein bisschen blass daher. Auch da haben wir das gleiche Problem wie eben, ne? Helle Farbe, aber ansonsten kann man schon gut lesen, ne? Wir haben hier auch keinen fotorealistischen Druck, sondern wir haben wirklich so, wie die Farben sind, also so wie die Kästchen gemalt sind, so haben wir halt auch. Und da kommt, also könnt ihr da drauf gehen, so wie ihr das jetzt hier sehen könnt, so kommt es dann auch später raus. Und ich finde, es kommt richtig schön raus. Es ist super schön gerendert. Hier die Haare, ich finde, die Haare kommen super schön und weich raus. Das wird sehr, sehr schön aussehen, das Bild, wenn das fertig ist. Und auch im Gesicht, wir haben ganz weich, wir sehen sogar so ein bisschen den Rouge an den Wangen. Auch die Brille kommt, denke ich, ganz gut raus. Ja, doch, gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Schön weihnachtliches Bild, ne? Mit das gleiche Cool Toolkit. Und auch hier haben wir unsere Steinchen. Ich glaube, auch hier waren AB-Steine mit dabei. Ich schaue noch mal rein. Ach, halt, noch einmal aufschlagen. So. Und auch hier mache ich mir dann noch mal einen größeren Sticker drauf, damit es einfach gut gekennzeichnet ist. Ne, hier haben wir keine AB-Farben. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Kann sein, ich habe eins mit und eins ohne bestellt. Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Aber auch hier, ne? Hier haben wir eckige Steine. Sieht aber gut aus. Sieht gut aus. Also Qualität sieht schön aus. Ja, können wir welche in ein Schiffchen machen. So. Oh ja, die sehen schön aus. Die haben auch einen schönen Glanz, finde ich. Ja, also sehen echt schön aus für Acrylsteine. Man könnte fast meinen, sind sogar Hartsteine. Aber wir sehen hier, ne, den Punkt hinten drauf. Auf jeden Fall Acrylsteine. Meistens haben die Firmen auch immer Acrylsteine. Also ich habe noch keine von den Craft Shops Firmen gesehen, die wirklich tatsächlich Hartsteine haben. Ich weiß nicht, ob ihr da eine kennt. Also ich kenne keine. Also ganzen Firmen, ne, wie Q-Deals, FG Normal, JBFKI, Fencils und so weiter, One Day Saving und so. Die haben alle wirklich Acrylsteine, aber die Acrylsteine sind ja jetzt mittlerweile echt so, so schön. Wir können ja gerne mal die 310 reinmachen. Und ich habe ja schon mehrere, also ich habe ja jetzt gerade im Moment painte ich ja wieder so ein bisschen ältere. Die sind aber allerdings älter, ne? Da war die Qualität noch ein bisschen schlechter als die hier. Aber auch die sind schon sehr gut. Na, schaut mal. Die 310 sieht schon echt gut aus, ne? Wirklich. Vereinzelt haben wir ein bisschen Größenunterschiede, ne? Vor allem. Nehmen wir mal eine Pinzette, dann kann ich es euch besser zeigen. Vor allem hier, seht ihr das? Aber wartet mal. Wir müssen ja auch fair sein und die alle auf den Rand. Ja, okay, nee. Hat getäuscht, sind gleich groß. Ne? Ja. Die sehen gut aus. Also die sehen echt super aus. Und 310, wisst ihr ja, das ist die Farbe, die am meisten Probleme macht. Mit der 939 zusammen. Also, ihr habt da wirklich eine schöne Acrylsteinqualität. Kann man gar nichts sagen. Ja, ich würde sagen, ich painte mit euch vielleicht ein bisschen an. Fangen wir bei dem Bild an. Machen wir hier unten ein bisschen ein Eck. Oder hier oben ein Eck. Da haben wir ein bisschen. Und dann schauen wir uns das mal an und schauen mal, wie die Steinchen sitzen. Und dann sehen wir ja, wie die Qualität auch wirklich ist, wenn es auf dem Bild drauf ist. Und ja, also dann bis gleich. So, paar Stunden später.
Ich habe mir das Bild direkt abgekittet und habe gepaintet und habe hier auch ein schönes großes Fältchen gepaintet. Was heißt 10 mal 10 cm ist das groß und ich finde es wirklich schön. Ihr seht, die Steine sitzen super. Klar, ein bisschen Lücken, aber ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass ich so ein bisschen mit mehrfacher Aufsätze gepaintet habe. Hier seht ihr bei den farbigen Steinen sieht man gar nichts. Ich finde, an weißen Steinen sieht man immer ganz gut, wie die Qualität eigentlich ist. Und ich finde, man kann es durchaus, finde ich super. Also ich finde die Qualität schön und ich finde auch, es kommt schön raus. Es gefällt mir sehr gut. Die Farben sind schön intensiv. Man sieht hier so ein bisschen die Tannenzweige. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier kommt schon die Christbaumkugel. Auch das gefällt mir, ne? Hier auch oben, hier oben der goldene, die Halterung bei einer Christbaumkugel. Gefällt mir richtig gut. Also ich glaube, das Bild wird wirklich sehr, sehr schön. Ich painte ja gern hier in so 10er-Kästchen und da ich habe mir die Folie drauf gemacht von Peach & Moon Art. Die hat halt auch so 5x5 cm Felder und da kann man sich das halt auch wirklich schön einteilen. Und ich konnte den Druck auch wirklich gut lesen. Ich habe mir das so ein bisschen geguckt und da war ja so ein bisschen, das J war ja so ein bisschen zart, ne? Aber ich konnte alles prima lesen. Also es war überhaupt gar kein Problem. Das wirkte tatsächlich schwächer, als es dann zum Painten war. Also ich habe es zwar auf dem Lightpad gepaintet, weil heute so ein bisschen schlechtes Wetter ist, aber gerade helle Symbole sind ja oft auf dem Lightpad ja noch schlechter, ne? Aber da konnte alles prima lesen. Also war gar kein Problem. Hat super viel Spaß gemacht, das Feld zu painten. Und ja, ich habe es mir jetzt gekittet. Das heißt, ich werde es weiter painten und hoffe, dass ich es vor Weihnachten fertig bekomme, dass ich so ein schönes kleines Weihnachtsbildchen auch habe. Ja, es ist ja nicht so groß, es ist nur 40 x 40 cm. Von daher, Chancen stehen gut, es macht wirklich sehr viel Spaß. Und ja, in diesem Sinne, ich habe unten alles in die Videobeschreibung reingesetzt. Schaut gern bei FG Normal vorbei, wenn ihr Lust habt. Sie haben jetzt schöne Weihnachtsbilder am Start. Wie gesagt, von den Frauen gibt es noch verschiedene Varianten. Aber da könnt ihr ja selber dann schauen. In diesem Sinne wünsche ich euch heute noch ein schönes Wochenende. Hoffe, euch gefällt das Video. Lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da. Und über einen Kommentar freue ich mich ja immer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.